Ihr seid ein echter Mehrwert für die Firma nicht. Was machen wir hier? Das muss ich hier gar nicht. Das tut jetzt ein bisschen weh. Okay, das musst du beantworten. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Wenn man euch eine Aufgabe gibt, existiert eine 50%ige Chance, dass ihr sie gegen die Wand fahrt. Nein. Nein. Warum? Das ist jetzt, was heißt gegen die Wand fahren? Das ist natürlich Interpretationssache. Nee. Größer oder kleiner als 50% die Chance? Man muss auch gegen Wände fahren, um irgendwas zu lernen. Deswegen ist es auch völlig vertretbar, dass man das macht. Ja, aber bevor du irgendwas richtig sag dir irgendwas so, Bro. Bro, einen Schritt zurück. Ihr überlegt euch extra doofe Fragen, wenn ihr ein Problem habt, oder? Ja. Jo. Nee. Das ist mein Kommentar dazu. Nö. Nee. Aber nee. Kommt auf die Person drauf an, die ich die Frage stelle, einfach um sie zu nerven, natürlich. Bei mir ist die Frage meistens dumm genug, deswegen muss ich sie gar nicht noch dümmer machen. Aber wenn es dann um ernsthafte Fragen geht, dann sind das schon normale Fragen. Für 40 Stunden angestellt, 0 Euro bekommen und jede Woche 10 Überstunden. Nein, wir bekommen Geld. Du kriegst eine Monatskarte, du kriegst eigentlich alles, was ein normaler Angestellter auch bekommt. Und Essensgeld kriegt man. Schieben wir 10 Überstunden? Ja. Also ich nicht. Ich auch nicht. Man muss ja selber drauf achten. Man macht ja nur Überstunden, wenn man es richtig machen lässt. 40 Stunden ja, 0 Euro nein, 10 Überstunden nein. Also es ist ja auch get the job done, also ich weiß auch nicht, ob ich 40 Stunden oder 38 oder 42 hier bin, also... Man merkt es sowieso nicht, ob man hier Praktikant ist, Werkstudent oder Festangestellter. Ihr seid ein echter Mehrwert für die Firma. Nicht. Nicht. Ja, nicht. Das tut jetzt ein bisschen weh. Das tut weh, ist es so? Freilich sind wir im Mehrwert. Schauen wir uns halt mal an. Doch, doch. Doch schon. Ich fühle mich schon, als wäre ich ein Mehrwert. Wenn ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und schreibt uns gerne in die Kommentare, zu welcher Berufsgruppe das nächste Video sein soll.